Also er war bei mir ja als Chef ein ausgesprochen energischer Mann, den ich manchmal etwas leicht bremsen musste. Wir haben Erkundungen durchgeführt, auf unmöglichste Art und Weise, mit Hubschraubern und was weiß ich, wie auch immer. Er war immer pflichtbewusst, einsatzbereit, griffbereit und jederzeit dazu da, in Anführungsstrichen Schandtaten mit auszuhecken. Also zunächst einmal stelle ich fest, dass ich es einfach als Verpflichtung und Verbundenheit zur Truppengattung sehe, dass man der Einladung des Generals der Truppengattung folgt und auch als ein ehemaliger oder immer noch Angehöriger mit tiefer Verbundenheit zur Truppengattung die Verbindung sucht, den Kontakt aufrechterhält. Dieser Truppengattung, um es kurzum zu sagen, eine Zukunft.
Und ich glaube, mit den neuen Waffensystemen, mit dem Anforderungsspektrum, dem wir uns einfach stellen müssen in der heutigen Zeit, hat die Truppengattung eine echte Herausforderung. Und wenn ich hier in diesem Führungskreis schaue, in die Tagung hineinschaue, glaube ich, dass wir uns diese Herausforderung für die Zukunft auch stellen werden.